So, und da sind wir wieder bei Minecraft und er ist auch wieder dabei. Er sieht jetzt, was ich Guten Tag. gemacht habe. Ja, Ist das nicht hier mal die toll? Grundführung. Also hier haben wir unser Gefängnis mit Leuten drin, die die ganze Zeit ficken. Aufpassen, die wollen rauskommen. Wie auch immer du das gemacht hast. Ich bin halb in der Tür stehen geblieben, dann klebt die nicht. Da müssen wir eventuell noch ein paar mehr von diesen Dingens dahin tun, damit da immer Farmer werden und dann werden immer mehr Farmer und dann können wir halt mit denen handeln. Hier Dann haben wir die ist. Pharmaindustrie. Hier hinten musst du aufpassen, nichts abbauen, wirklich nichts. Dann hat er nämlich auch andere. Sonst hat er andere Angebote, sonst kriegt er kein Mending-Book hier. Das ist übrigens ein sehr günstiges Mending-Book. Ich habe Das gesehen, kann man dass. günstiger machen. Ja, habe ich gesehen, aber von dem, was ich so als höchstes gesehen habe für das Mending Book, ist das hier noch recht günstig. Ja, und das möchte ich noch alles so zusammentun. Ich habe ein paar Smaragde schon bereitgelegt, falls du die nehmen willst. Sind noch nicht genug, kannst du aber durch Handeln kriegen. Und ich würde empfehlen, dass wir uns vielleicht eine Farm für Dingens bauen. Smaragde? Wer ist Nein. das hier? Für Ach ja, Sugar. auch ein Schweizer. Für Yoga. Ja, für Yoga. Für Sugar Canes. Weil mit Okay. Papier können wir Smaragde herstellen. Okay. Da hast du deine Geheimkiste. Nee. Gut. dass ich gerade spontan 30 Smaragde bekommen habe, ist auch nur Zufall. Hier unten sind noch 23 drin, falls du willst. Dann könntest du dir zwei holen. Und wenn du den weitermachst, dann gibt er uns irgendwann Name-Tags. Wir müssen den sowieso noch Moment, benennen. ich hol dir direkt auch noch ein Mending-Buch. Ich hab halt schon auf Phistus der Herr der Ohren ein Mending drauf. Gut. Weißt du, wie schnell der abbaut? Ich meine, Nee. ja, musst du wissen, weil du hast auch Effizienz 5. Ja, oder hatte ich zumindest mal. Ob ich meine jetzige Spitzhacke, die das hat, weiß ich gar nicht. Also die, die oben in der Kiste liegt. Hab da Haltbarkeit 3 und Reparatur alles. Jetzt brauche ich da nur noch Glück drauf. Was machst du? Was? Hier sind noch drei. Ja. Hier mit denen konnten wir, glaube ich, auch gut handeln, weiß ich aber nicht mehr. Wir Ist da müssen drin ein Knopf? da drin ist ein Knopf. Links neben der Tür. Die schlafen. Ja, ist auch Nacht. Rechts neben der Tür. Ist links von hier aus. Jochen Schweizer. Lass ihn in Ruhe, der ist toll. Ist der Erste, der mit uns hier mitgekommen ist. Freiwillig. Ich hab den in ein Boot gesetzt, bin mit dem übers Land gefahren. Gut. Der schläft übrigens voll oft in deinem Bett aus irgendeinem Grund. Das musste ich auch umbauen, weil hier die Kinder immer hinkamen. Das ohne Musik schläft man doch gern. Und da unten ist das Haus von Kalle. Der jetzt aus Gut. irgendeinem Grund dort hinten drin wohnt. Keine Ahnung, was Gut. der da macht. Das habe ich nämlich gestern noch nachgeguckt. Ich war nämlich verwundert, dass der weg war und nicht mehr in seinem Haus drin war. Ist einfach hier rüber gegangen, weil der ein Arschloch ist. Das Haus mag ich lieber, das nehme ich mir jetzt. Da wohnt ja keiner. Immer noch Fischer. Warte, der gibt dir für 10 Kohle einen Smaragd. Das ist günstig. Nee, gibt günstigeres. Ich hatte das letzte mit 6 Kohle, glaube ich. Nimmt der auch Holzkohle an? Früher zumindest ging das, ja. Was wir auf jeden Fall mal versuchen müssen, ist
viel Weed anbauen. Weed, okay. Unten wollen die das gerne haben. Ich nehme das gerade mal von seiner Farm. Hi. Das können wir auch generell... Das wollte ich. Generell gut gebrauchen für Brote. Weil, wenn wir denen ja 5 Brote geben, dann ficken die. Weed runter. Kinky. Ja. Und dann können wir eventuell dort unten auch nochmal richtig viel anbauen. Ich will das ja noch weitermachen, diesen Raum, dass die halt nicht direkt rausgehen könnten. Der benutzt das Fass ja, aber tut er da auch was rein? Nee. Gute Frage. Hä? Kann übrigens sein, dass die Dorfbewohner dort unten in dem Raum einfach einen Beruf annehmen, den wir hier rumliegen haben, und dann werden die automatisch aus dem Raum rauskommen. Deswegen ist Jochen Schweiz auch immer hier bei dem Schmelzofen. Okay. So, mit dem ganzen Bambus möchte ich auch noch was machen. So, was sagst du, wollen wir die Farm mal tiefer runterbringen irgendwie, oder? Müssen wir nur die hinteren Betten hier kurz entfernen und runter gehen. Da kann ich ja irgendwie eine Treppe runterbauen, oder? Schätzel. Ja, das Problem ist hier halt das Wasser an der Stelle, aber... Sollte gehen. Wir können mal so machen. Das auch. Und dann das hier so hinlegen. Ich glaube, der will was... Okay, dann will nicht. Habe ich schon. Ihr legt das da noch nicht hin. Da kommen die Dingens hin, alle. So, die bauen hier Weizen an und dann baue ich hier runter. Das Problem ist hier halt das Wasser, deswegen müssen wir das noch zumachen. Mach einfach so einen Weg hier so runter, so eine Treppe. Ja. Ah, das könnte aber sein, dass die hier runterfallen, oder? Oh, meinst du, die erkennen das? Ich meine, Skelette und so fallen da auch nicht. Wo runter, wenn sie Fallschaden bekommen würden? Kann man ja eigentlich zubauen. Ja. So, aber auf der Höhe hier kann ich es wesentlich größer machen. Oh. Das können wir abzäunen. Aber so. Sollten die ja nirgendwo hin können.
Müssen wir hier nur ein bisschen mehr Licht hinbringen. Sollte hoffentlich funktionieren. Dass die dann hier einfach runtergehen und theoretisch leben. So, und dann mache ich hier jetzt einfach mal Platz. Richtig viel. Und setzt dann die Betten hier noch hin. Hier können wir dann mal gucken, dass wir hier die anderen Berufe halt rein tun. Dann gehen die nämlich hier runter für ihre Berufe. Das wäre gut. Was willst du da unten? Da war ein Huhn. Da ist ein Huhn. Soll's doch hier leben. Gut. Ach, der erste kommt schon. Jetzt hört er auch. Leider sind's Farmer, die sollen eigentlich eher oben bleiben. Die Farmerblöcke müssen wir oben auf jeden Fall noch ein paar mehr hin tun. Gut. Gut. Kommen sie raus. Die sollen sich hier halt durchgehend vermehren und wenn wir halt mehrere Farmer hier haben, dann ist das auch besser so. Ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht gleich irgendwie in irgendwas reinkommen. Wenn ich hier weiter grabe. Ja. Könntest du denn die Farmerblöcke machen? Ey, was ist denn das alles? Es sind die, die du vorne bei uns dort stehen hast. Komposter? Ja. Nehme ich mir einfach die, die da stehen. Setz die einfach oben über das Wasserdingens, dann können die auch nicht mehr auf in der Mitte da drauf springen aus Versehen. Und dann werden die Leute, die da oben sind, halt auch automatisch zu Farmen. Ja. Können wir auch mit denen handeln. Wie? Was wie? Hier ist ein Raum unter unserem Haus. Ja? Irgendwann mal gegraben. Du könntest mir helfen, indem du von der anderen Seite aus so das direkt schon machst. Also von der äußersten, dann weiß ich nämlich, wo genau ich hin muss. Und dann kann man das Innere entfernen. Es geht so schnell mit den Teilen. Ja. Hast du auch Dingens drauf? Effizient. Nee, dass es sich wieder aufbaut mit Reparatur. Mending? Ja, jetzt schon. Das bringt dir halt aber auch nur was, wenn du Kohle oder sowas abbaust. Ja. Oder Fitmobs. Ja, da ist es aber eher scheiße irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich habe damit ein paar Hühner getötet, du kriegst einfach gar nichts. Hm. Könnte man eventuell hier alles tiefer machen.
Hauptsache, die kommen nicht nach unten zu Günthers Paradise. So, und ich lege hier dann mal ein paar Betten hin. Dann könnten wir hier noch ein... Hast du unverarbeitetes Holz? Nee. Weil dann könnte man halt hier Räucherofen machen. Die wollen hier jetzt pennen. Das ist ja auch jetzt ein Farmer. Ich finde es übrigens interessant, dass die halt zu normalen Dorfbewohnern wurden. Willst du ihn gerade umbringen? Das ist wunderbar, dass man einfach gleichzeitig irgendwo reingucken kann. Ja. Warte, ist Feuerstein Dreck? So und so weiter, oder nicht? Ja, würde ich schon sagen. Ich habe noch ganz viel Bone Meal. Wo tue ich Bone Meal hin? Sowas hier können wir dort hinten gebrauchen. Also unten. Und solche Blöcke halt auch. Webstuhl und so. Ich meine, den können wir selber machen. Ich mach mal eben. Ich hoffe mal, die bleiben dann aber auch Dingens jetzt. Weil wenn die nicht Farmer bleiben, dann wäre das blöd. Ich habe kein Holz. Fuck, ich muss ganz kurz weg. Okay, ich mache einen Webstuhl. Und einen Schmiedetisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Typ hier seinen Beruf ändern wird, ist sehr hoch. Schon wieder Tag oder warum geht er aus dem Bett? Könnte auch ein Zombie liegen. Ist doch genügend ausgeleuchtet, oder nicht? Warte, wenn er schon da rumsteht. Willst du Kartoffeln? Wo ist der Kerl? Ist der hier oben? Oder nicht? So, da müssen wir auf jeden Fall mehr von machen, das sollte ganz ertragreich sein.
ich das Papier nicht hier reingetan? Aus irgendeinem Grund hat mich meine Mutter angerufen und ich habe keine Ahnung wieso. Okay. Der Typ hier unten hatte Angst irgendwie. Okay. So, der Bibliothekar hat neue Angebote. Der hat jetzt Sog 1 als verzaubertes Buch. Und wenn du dem ein Dingens gibst, ein Smaragd, gibt er dir eine Laterne. Wow. Wo ist eigentlich unsere ganze Kohle hin? Ich habe die alle verkauft. Ach so. Weil ich sowieso richtig viel unten kriegen kann und das nach oben bringen werde. Oder meinst du, das tue ich nicht? Ja. Weil das werde ich jetzt gleich auch tun. Ich kann schon mal ein bisschen Erde mit nach unten nehmen. Du könntest gucken, dass du die anderen Blöcke nach unten bringst. Okay. Die welche noch... alle? Gelb. Wie wär's, wenn du im Internet nachguckst? Aber du kennst dich doch schon damit aus. Ja, alle, die halt eine Profession geben. Aber möglichst nicht die, die wir hier oben brauchen. Irgendwas, was halt uns nichts gibt. Fletching Table. Oder halt ein Fass. Ein Fass macht nämlich ein Angler. Fisch. Ja, ein Fass. Fisch. Ich werde währenddessen hier unten in den Minen arbeiten gerade mal. Kann ich die Spitzhacke irgendwie noch schneller machen oder ist das das Schnellste, was geht? Mit einem Beacon. Dann bauen wir unten noch einen Beacon hin. Ist hier jetzt eigentlich mal der Baum unten gewachsen? Frage ich mich gerade mal. Welcher Baum unten? Ich habe hier einen Baum gepflanzt. Nö. Braustand gibt auch eine Profession, oder? Ein Braustand, ja. Da haben wir ja so ein paar. Wenn du ein paar Brötchen dabei hast, gib die mal irgendwem. Ich hab keine. Ja, ansonsten machen wir einfach mal mit Weizen ein bisschen was. Yeah, it's a soul. Das hast du doch immer noch nicht geguckt. Ja. Trotzdem sagt Spotify, das soll spielen. Wenn ich jetzt noch auf diese Spitzhacke irgendwie Glück drauf krieg, ne? Ja, die ist auf meiner. Dann ist einfach nur noch zu viel Items im Inventar. Gut. Ich habe da gerade drei Brot auf den Villager geschmissen. Ein anderer steht auf aus dem Bett, nimmt sich das und geht wieder schlafen. Warum geht die schon wieder schlafen? Weil es gleich Tag ist. Es war gerade erst Nacht.
Oh, Herzen. Ein Jüngling, ein Jüngling. Even the younglings. Ich hoffe mal, ich kriege heute mal endlich wieder ein vernünftiges Mittagessen. Okay. Ich habe die letzten Tage nur irgendwas mit gegrilltem Zeugs bekommen. Und ja, ich liebe gegrilltes Zeug. Ja, es ist halt einfach kein gutes Essen. Weil du hast dann immer nur irgendwelche komischen Würstchen da und dann ist... Ja, Würstchen sind auch nicht so meins. Wenn das irgendwie so Hähnchenspieße sind, dann ist das was anderes. Und jetzt Yakitori. Da tue ich immer die Hähnchenteile von dem Spieß ab und die tue ich immer in ein Brötchen rein. Das ist super mit Knoblauchsoße. Ich esse einfach vom Spieß. Nebenbei esse ich ein Knoblauchbrot. Kalle der Göllemann. Ja, so heißt der Typ, aber der wohnt jetzt bei ihm im Haus. Ja. Weil der ein Arschloch ist. Wurde einfach zum Angler, geht dahin. Ich will kein Göllemann sein. Zum Anglo-Sachsen. Kannst ja versuchen, den dort wieder hinzubringen, wo er vorher gewohnt hat. Ich hab eine Angel. Du kannst das mit dem Boot machen. Mit einer Angel ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er stirbt. Oder nichts passiert. Wieso? Ja, weil du dich höher befinden musst. Damit der überhaupt hinterherkommt oder nicht. Ich kann springen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist richtig. Das ist wichtig. Das ist falsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Warum ist das hier dann? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, gut. Drei, vier, fünf. Gut, dass ich hier festhänge. Ja. Wolltest du nicht mal Aufzüge bauen? Nicht im Mittelalter-Distrikt. Im Mittelalter-Distrikt, wo irgendwelche Fulu-artigen Monster unter der Erde wohnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, das ist so nervig. Warum ist dieser Fehler da drin? Der will dich raus aus dem Haus. Ja, kann ich mir denken, dass er da nicht raus will. Ja, ich kann ihn auch nicht richtig rausbooten, weil ich da mit dem Boot nicht weit komme. Ja, weil der Weg dort ist, oder? Ja, ja. Du musst mit dem Boot den immer wieder reinschieben und das Boot so platzieren, dass er dann halt auf dem Weg nicht ist. Weil der Weg, der ist aus irgendeinem Grund halt unter dem ganzen anderen Blöcken.
Ich habe wirklich den Weg weiter gemacht. Nicht weiter, sondern breiter. Das ist jetzt auch nicht die perfekte Lösung. Doch, jetzt kann ich ihn übers Wasser transportieren. Und aber ob der auch da bleiben wird, ist eine ganz andere Sache. Ja. In seinem Kalle der Güllemann-Haus. Denn ich habe das Gefühl, er will halt wirklich nicht Kalle der Güllemann sein. Aber das ist nun mal Kalle der Güllemann. Er rennt Richtung Fack. Zurück zum Haus wieder. Er wollte, ja. Arschloch. Meinst du nicht, du hättest irgendwie 12 Nametags oder so? Ja. Dann nenn den doch Kalle der Güllemann. Moment. Vielleicht ändert er dann endlich seine Dingens wieder. Wird er wieder zum Güllemann. Noch ein Schweizer. Noch ein Jochen Schweizer. Nee, den habe ich gerade wieder gefunden. Stimmst doch zu, dass Jochen Schweizer bei uns wohnen darf, oder? Ja. Arschloch. Ist halt auch ein Arschloch. Hat sich einfach bei mir ins Boot gesetzt, als ich losfahren wollte. Und dann kam er mit. Ich weiß jetzt übrigens auch nicht, ob jetzt unser Gebiet hier dann auch als Dorf für die gilt, ne? Keine Ahnung. Das kann nämlich eventuell sein. Und das wäre blöd. Weil dann haben wir hier nachher irgendwie Hello there, my enemy. Welcome to my punching spree. Superviecher rumstehen. Ich habe Karl fürs erste Mal in Einzelisolation gesteckt. In sein Haus oder? Also gerade ist er noch vor seinem Haus. Damit er nicht wegrennt. Kannst du irgendwie machen, dass der wieder zum Güllemann wird auch? Keine Ahnung. Du müsstest dem ja eigentlich nur seinen Block dorthin tun. Ach so, der hat ja auch noch ein Dingens bei sich im Haus stehen. Haben wir schon den Räucherofen unten? Also wir haben, meinte ich. Weil sonst liegt noch bei ihm einer im Haus. Boy, you shouldn't stare into these eyes of fire. Wir haben unten jetzt einen Räucherofen. Wie wird der denn zum Güllemann? Hä? Wie wird der zum Güllemann? Mit welchem Gerät? Farmer. Ach so. Wieso ist dann Dings Räucherofen bei dem im Haus? Ja, das habe ich dir doch gerade gesagt. Ja, wieso? Weil ich den noch übrig hatte und der sowieso schon diesen Beruf angenommen hat. Ich dachte, der soll Farmer sein. Ja, habe ich auch gesagt. Wurde der dann aber für eine Zeit nicht und dann habe ich mir halt gedacht, ja, fick dich doch. You're a fucking wanker. Okay, ist gerade spontan zum Farmer geworden, als ich den Räuchertisch abgebaut habe. Ja, das werden die meistens, wenn die ihren Tisch halt kaputt haben, der bei ihnen ist und ihr Beruf ist.
Ist vor allem auch schön, dass der halt einfach nur ein Güllemann für sich selbst ist. Der kann nicht mal irgendwem das ganze Zeug geben, was er hat. Der will Velasi wohnen. Geht der da schon wieder hin? Der versucht es jedes Mal, wenn ich das Boot wegmache. Was tun wir dagegen? Ja. In Einzelinsulation stecken. Wir machen einfach um sein Haus ein Dingens rum. Ruhrgebiet. So funktioniert das Ruhrgebiet nicht. Doch, wenn nicht das sage, dann schon. Ich weiß nicht mal, was das Ruhrgebiet ist. Das ist ein Gebiet in Deutschland. Nur weil er das immer sagt, aus irgendeinem Grund. So, ich habe ihn jetzt in seinem Haus eingesperrt und auf was ihm mittags geschlagen. Hast du die Tür wenigstens so gelassen? Ich habe einen halben Block davor gestellt. Einfach einen Zaun um sein Haus rum, dass er nach draußen gehen kann und ein einziges Feld beackern kann. Nur eins, mehr nicht. Wer verdient da auch nicht? Er soll lernen. So ein scheiß Typ, der einfach seine Arbeit nicht machen will. Will lieber in einem anderen Haus wohnen als Fischer, der nichts fischt. Kriege ich so viel Redstone oder kriege ich so viel Level? Das ist gut und sicher. Was? Ich schlag hier so einen Block weg, direkt Lava. Gut. Und sicher. Gut und günstig. Der will schon wieder fliehen, kann aber nicht. Cannot escape your destiny. The master's vigilant. Schon wieder das Inventar voll. Wie? Warum kann man keine Hopper in den Nether reinlegen? Weil das Spiel so nicht funktioniert. Das wäre super, wenn es so funktioniert. Das wäre geil, wenn das Spiel einen samenlosen Übergang hätte. Den nahtlosen. Wolltest du eventuell vorher sagen, einen rahmenlosen? Nee, ich habe nur den Samen in der Hand gehalten. Schön, dass da jedes Mal aufploppt, wenn ich zu meiner Spitzhacke gehe. Fistus, der Herr der Ohren. You got the night at level, wait. Fucking wait. Krieg ich mit Glück auch mehr EP? Ich glaube nicht. Aber da kommt doch dann das Doppelte oder Vierfache teilweise raus. Aber nicht in EP. Ist doch etwas, was in diesem Block enthalten ist, oder nicht? Nee. Klar. Oder ploppen die Kügelchen aus deiner Spitzhacke? Ja. Nein, die ploppen aus dem Block.
aus dem Cock. I killed my baby when we are in China. I keep coming naked every day. Das kann auch niemals wieder jemand ohne diese ganzen Songverhörer singen, ne? Ja, ne. Nicht mal der Sänger. Ich sehe gerade, dass wir 28 Heuballen haben. Ja. Die kann ich zu Brot verarbeiten. Da habe ich schon ein paar von zu Brot verarbeitet. Eventuell willst du auch das Weed an sich einfach nur an die Typen verkaufen, weil manche wollen das. Moment, ich sehe kurz nach, ob jemand das will. Ich schlafen. Ich hoffe mal, du kurz hast nichts Bett dagegen, abbauen. Dass die einfach bei uns dort unten in so einem Raum wohnen. Sonst immer so ein Arschloch dann. Sind keine Menschen, die recht interessieren mich nicht. Mich interessiert das höher, also doch sowieso immer, dass irgendwer in unserem Haus ist. Und dann sagst du, scheiß Belger. Ja, nur so, wenn sie Ausländer sind. Die sollen mal selber ihr Geld verdienen. Leben hier nur von meinem Riester-Konto. So was sagst du halt. Gut. Wir schläften wieder schon in der Luft. Ja, da wird's dem auf jeden Fall nicht unbequem. Und das kann man auf jeden Fall sagen. Das war mein Hals. Irgendwie finde ich keine Diamanten mehr. Jetzt gerade wären die ganz gut. Jetzt, wo ich mir dann auch da eine schöne Rüstung rausmachen kann. Nicht mehr kaputt gehen wird. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir nicht einfach eine neue machen soll. Kannst du nicht einfach Mending drauf tun? Ja, kann ich, aber das wäre teuer. Sehr teuer. 30? Ich meine, auf zwei davon packe ich auf jeden Fall Mending drauf, aber... Wenn die schon sehr beschlagen sind, ist das Problem, dass die halt wesentlich mehr als 30 kosten. Aber wenn die halt wirklich keinen Schaden haben, dann ist es nur 30. War jedenfalls bei meiner Angel so. So, jetzt haben meine Schuhe Mending. Und bei meiner Brust... Die braucht noch Level 17, um die mit Mending zu verzaubern. Das Problem ist, wenn du, je mehr du Mending da drauf tust, desto schwieriger wird es für dich auch wieder ans ganze EP-Zeugs zu kommen. Das geht nämlich alles davon ab. Deswegen möchte ich eine EP-Maschine bauen. Werde ich auch.
Muss ich nur noch ein paar Sachen erstmal vorher vorbereiten. Ich gehe kurz in den Nether. Hol mir Level 17. Du fällst jetzt erstmal in die Lava. Aber jetzt, selbst wenn, überlebe ich das. Aber jetzt könnten wir ja eigentlich mal anfangen, den Nether komplett in Cobblestone zu verwandeln. Ja. Wenn wir eh schon planen, dass wir das Projekt hier für eine sehr lange Zeit machen werden, dann werden wir das auf jeden Fall sowas von ausreizen, dass wir irgendeine Welt haben, die nie und nimmer jemand uns nachmachen könnte, wo wir dann wieder dieses The Forest Feeling haben, wo wir einfach irgend sowas extremst krasses bauen. Ja, da gibt's schon Sachen, die größer sind, als wir sie jemals bauen werden. Nicht in The Forest. Nicht in The Forest vielleicht, ja, aber in Minecraft auf jeden Fall. In The Forest, da kannst du es höchstens größer bauen, wenn du irgendwie Creative die ganze Zeit hast oder dieser eine Typ ist, der bei mir manchmal reingeguckt hat. Ins Video. Dieter Bohlen? Genau. Der Sohn von dem. Hans Bohlen. Nein, Game der, der ist einfach trotzdem nochmal Dieter hinter Hans. Dieter Hans Bohlen. Nein, Hans oder Hans Dieter. Dieter. Dietrich. Es muss auch so toll sein, wenn irgendwie ein Elternteil so will, dass ein Kind dann nach einem von denen benannt ist. Am besten ist das noch, wenn es halt nicht das Elternteil ist, das denselben Namen hat. Das muss super sein. Wie meinst du da gerade zum Beispiel? Ich kenne niemanden, der das hat. Aber ich fände es super. Ich meine, wie meinst du das? Nicht wen meinst du das? Ja, wenn er halt Dieter heißt und die Frau dann das Kind Dieter nennen will. Ach so. So meinst du das. Und der Dieter, die wollen den Uschi nennen. Nennt das Kind einfach nach dem Frauennamen. Das habe ich damals gedacht, immer, dass das Mädchenname bedeutet und nicht irgendwie, dass das halt einfach der Nachname. Ja, habe ich auch gedacht. Warum ist denn Cobblestone an der Decke? Wo? Never. Du weißt, welche Leute da drin rumlaufen, ne? Da ist vereinzelt ein Cobblestone an der Decke, an der flachen Fläche. Ja. Ansonsten musst du ihn dafür verantwortlich machen, falls der da jemals war. Ich weiß nicht, ob der jemals im Never war. Der war auf jeden Fall im Never. Habe ihn mir mehrmals, vielleicht ein oder zweimal retten müssen. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass du ihn jemals gerettet hast. Ich kann mich nur erinnern, dass er, glaube ich, mal gestorben ist vielleicht. Vielleicht will ich auch einfach nur, dass der einmal gestorben ist da drin. Finde ich gerade, ja, ich wollte gerade sagen, irgendwie finde ich keine Erze mehr und dann kommt Redstone. Hm. Stoppolito. Stopplight. Stoppolito. Stoppolite. Stoppolito. Das kam mir gerade in dem Lied. Wenn du
eine komplette Mending-Rüstung anhast, kann es passieren, dass deine Mending, Ausrüstung einfach kaputt geht, wenn du die benutzt. Mending-Angel geht einfach kaputt. Deswegen ist es eventuell nützlich, nicht immer alles mitzunehmen. Man muss es ja ausgerüstet haben, damit das Mending betrifft. Also wenn man mal ein bestimmtes Teil nur reparieren will, kann man einfach den Rest abrüsten. Abrüsten? Ablegen. Warum ist hier ein... Okay. Keine Ahnung, was da ist, aber gut. Ich habe gerade ein Pigman-Baby von seinen Eltern getrennt. Das ist ein Pigman-Baby! Pigman-Baby! Ich versuche das gerade wie Pac-Man-Fieber zu machen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Oh man! Wenn wir mal so eine Bambusmaschine bauen, könnten wir das eventuell nutzen, um den ganzen Stein, den wir haben, in Cleanstone zu verwandeln. Und dadurch würden wir dann XP kriegen, wenn wir das rausnehmen. Theoretisch, ja. Wir bräuchten den zwar nie, aber wir hätten dann das Zeug. Wir bräuchten ihn nie, aber wir hätten ihn. Ne P. Wieso tut mein Genick so weh? EP. Fuck. Dann nehmen wir auf. 52 Minuten. Wollen wir die Folge mal beenden? Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wär's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Adios.